So, da sind wir wieder. Bei Mega Man 9. Ich musste ja nochmal nachspielen. Das habe ich jetzt erledigt. Jetzt habe ich den Ton wieder vergessen. So, zack. Die ganze Situation sieht wie folgt aus. Wir haben noch zwei Leben. Wir haben. Also, was heißt, wir haben noch zwei Leben? Ich habe mich Game Over gemacht, damit ich alle Waffenenergie wieder habe. Wir haben vier E-Tanks und einen M-Tank. Das sollte reichen, da man bis zum letzten Boss auch ohne E-Tank und M-Tank gekommen ist. Also. Und wir werden uns hier treffen lassen jeweils, weil ich will ja meinen C-Shot behalten. So, so habe ich das auch die letzten Male schon gemacht, wo ich es nochmal neu ge... Ja, brauche ich jetzt gar nicht. Wo ich neu gespielt habe. Hier werden wir den C-Shot einsetzen, weil hier kriegt man eh wieder auf der anderen Seite zurück. So. Dann hier ebenfalls... Das wird wehtun. Aber auch das macht gar nichts. Denn zum einen gibt es da unten genug Robotmaster, die wir machen können, ohne Energie zu verlieren. Und zum anderen, das Leben bräuchte ich eigentlich gar nicht, wobei das brauche ich in dem Fall schon, wenn ich irgendwo einen Boss mache. Wenn ich bei Galaxy Man zum Beispiel sterbe, da brauche ich, muss ich nicht gleich neu starten, weil ich irgendwelche Waffenenergie verschwendet habe. Bei Galaxy machen wir immer einen Buster. Weil wir den Zement-Shot behalten wollen, so brauchen wir den Chat als nächstes. Man kann da zwar rüberspringen, aber ich will das jetzt nicht riskieren. So, Flom. Dann laden wir den C-Shot wieder auf und dann ist alles gut. Wir fangen mit unserem Problemkind natürlich an. Die Waffe, wo wir am meisten behalten müssen für den Boss. Wobei jetzt mit den E-Tanks, die ich übrig habe, sollte das auch so laufen. Wir werden sehen. Sollte ich jetzt hier auf jeden Fall sterben bzw. zu viel Energie verschwenden, werde ich die ganze Geschichte nochmal neu starten. Könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Aber das sieht ja gerade extremst gut aus. Wow. Wow, ich habe noch richtig viel vom P-Ball. P-Ball sage ich schon. Ach, es heißt sogar P-Ball. Plug-Ball heißt das dann? Okay. Von mir aus. Dann machen wir schnell mal jemanden, dass wir volle Energie zurückbekommen. Gehen wir mal hier oben rein. Den schaffen wir auf jeden Fall, ohne Energie zu verlieren, beziehungsweise ohne viel Energie zu verlieren. Und dann machen wir nämlich als nächstes gleich den Zementman, der ja auch immer so ein kleines Problemkind war. Uah. Ich stehe da gerade echt ungünstig. Meine Herren, war das knapp. Wow. Wow. Okay, kein Kommentar dazu. Dann machen wir den als nächstes mit der Energie, die ich da übrig habe. Das ist jetzt nicht ganz so gut. Versuchen wir uns hier dran mal. Das war jetzt gerade echt ein bisschen faily. Aber okay. Schade, dass man hier nicht in der Mitte startet. Dann könnte man den Dings besser setzen. Aber gut. Denn so kann es halt nur passieren. Ja, ja, ja. Egal. Läuft. Gut. Aber das ist fast volle Energie. Damit gehen wir jetzt mal zu Hornet Man. Ich zeige jetzt einmal noch die Robot Master für den Fall, dass irgendjemand, weil Fail dran steht, die letzte Folge überhaupt nicht geguckt hat. Eigentlich haben wir die jetzt ja schon echt oft genug gesehen, aber hey. Scheiß drauf. Ja, und wenn man da ein bisschen koordinierter spielt, dann kriegt man den auch komplett ohne Hit hin. Also ohne Gegenhit. Und wir haben volle Energie. So, damit gehen wir zu Zementman, der auch so ein kleines Problem ist, bei dem ich gerne mal sterbe. Huch. Aber das Trident kann man ja auch nicht verbrauchen. Das ist ja sehr, sehr sparsam, die ganze Geschichte. Nie. Vor allem gemein ist halt, wenn er einen mit dem Zeug hier trifft. So. Ja, jetzt haben wir es schon so gut wie. Jetzt wird's wehtun. Ich hasse das. Ja! Blödes Mistvieh. Stürbige. Aber man sieht schon, man braucht schon wirklich durchaus ein bisschen mehr Energie für den Kollegen. So, mit der Energie könnten wir uns jetzt mal an die... Entweder an die Dame hier wagen oder an Galaxy Man.
Die Alexi dauert halt eine Weile. Machen wir erstmal da unten. Machen wir erstmal den Typen da. Das sollte auch laufen. Das Blöde ist halt nur, wenn ich jetzt bei irgendeinem sterbe, nachdem ich meine Energie fast verbraucht habe, die Waffenenergie, haben wir ein Problem, weil ich die Buster Only echt kaum schaffe. Habe ich kaum Chance, die zu schaffen, Buster Only. So. Gut, prima, perfekt. Dann gehen wir jetzt mit der Energie hier hin. Ja. Ja, doch, das passt schon. Na, das ist ein guter Anfang, da habe ich nichts dagegen. Auch wenn ich erstmal getroffen wurde, aber... Bei dem bin ich jetzt halt echt ungeduldig, weil den habe ich jetzt schon so oft gespielt. Das ist... Ach. Und mit dem Buster ist der echt langsam und nervig. Aber ich brauche ja meinen C-Shot, also... Werden wir das nicht riskieren. Jetzt macht er wieder das hier. Ich darf nicht zu viel Energie verlieren. Ich meine, gut, wir haben ja Leben, insofern ist es ja egal. Ich kann mich auch beim ersten Wily-Boss einmal kurz sterben lassen. Wenn es nicht genug Energie übrig bleibt, das ist alles kein Thema. Wichtig ist halt nur, dass ich ihn hier schaffe, ohne C-Shot zu verschwenden. Mensch, das habe ich das letzte Mal so viel besser gespielt. Jetzt ist natürlich wieder die Aufnahme, jetzt geht es natürlich wieder nicht. Schon klar. Schon klar. Das gleiche. So. Und, ach man. Wenn er das die ganze Zeit hin und her macht, dann kann man den richtig schön kaputt schießen, aber so halt nicht. So. Prima. Fehlt nur noch die Dame im Bunde. Die Dame im Bunde, der letzte im Bunde, was eine Dame ist. So. Na gut. So. Okay. Also. Ja, und dann fehlt halt nur noch Wily. Aber jetzt sollte das ja laufen. Nicht so wie gestern. Ja, die Energie ist nicht ganz so schön. Dann spielen wir es einmal so. Und gucken mal, wie es läuft, der erste Teil. Wir können uns ja einmal sterben lassen. Ist ja kein Thema, solange wir die Waffenenergie nicht verschwenden. Da ist das ja überhaupt nicht schlimm. Das ist halt echt blöde, dass man das nur einmal machen kann, weil man dann die E-Tanks verschwendet hat und dass die halt mitgespeichert werden, dass man sie verschwendet hat. Das ist ein bisschen blöd, muss ich schon zugeben. So. Ah, dann können wir gleich noch ein bisschen das Ausweichen üben bei dem Kollegen, der gleich kommt. Ey, das war doch voll ins Mund, ja. Das war doch voll aufs Maul. Ach komm, das war doch auch eigentlich voll aufs Maul. Danke. Ja, ich sag, ich wechsle jetzt nicht zu C-Shot mit der Energie, auf keinen Fall. Das sehe ich nicht ein. Ja, gut. Gut ausgewichen. Das war zu bald, ja. Das war zu bald. Gut, macht ja nichts. Macht ja nichts, darum geht's ja nicht. So, jetzt haben wir volle Energie und jetzt wäre es schon ganz schön, wenn wir auch mit möglichst viel Energie da durchkommen. Schauen wir mal. Ich bin dezent angespannt, aber nur ganz dezent. Minimal, minimal. Und ich hoffe, es nimmt auf. Yeah. Wahrscheinlich sollte ich... Ich werde einfach, bevor ich den ersten E-Tank einsetze... Ach, verdammt. Bevor ich den ersten E-Tank einsetze, werde ich einfach kurz gucken, ob es aufnimmt. Zack. Jawohl. Schön in den Mund zurück. Das war nicht so gut. Das ist mir eigentlich echt schon wieder dafür, dass ich den schon mal ohne Schaden geschafft habe. Ist mir das eigentlich echt schon wieder viel zu viel Schaden, den ich hier mitnehme. Ach, das ist doch blöde. Nee, das sehe ich nicht ein.
Nee, das sehe ich so recht nicht ein. Nee, nee. Ich werde jetzt einen Teufel tun und jetzt einen E-Tank einsetzen. Nein, 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 nein. Nope. Auf keinen Fall. Am Ende fehlt dann wieder genau einer. Das will ich nicht. Das riskieren wir nicht. Nein, das riskieren wir nicht. Dann üben wir wieder springen. Auch kein Problem. So. Denn ich weiß ja, dass ich es besser kann. Ach, Mann. Vielleicht sollte ich einfach mal still sein. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich bin jetzt einfach mal still. So. Gut still bin ich. Gut. Richtig gut still. Willst du mich doch veralbern? Willst du mich doch... Ach, das gibt's doch nicht. Ach so, warte mal, man muss immer nur einmal treffen. Ach so, das geht dann ja viel einfacher. Als vermutet, huch. Man muss dann ja gar nicht so immer wieder draufhauen. Das ist quasi ein bisschen wie so ein Tennismatch. Wenn es jetzt noch im Mund explodieren würde, wäre ich echt dem Ganzen sehr verbunden. Na gut, wir haben ja eh nur noch ein Leben. Dann müssen wir bei dem halt gleich einen E-Tank einsetzen. Ja, das ist halt so. Ich glaube, einen Hit kann ich noch machen, oder? Aber wir haben eh noch genug C-Shot, also selbst wenn es jetzt schief geht. Okay. Okay. Ja, jetzt ist schon in Ordnung. Den kann ich jetzt schon nehmen. Das ist jetzt schon okay. Das ist jetzt völlig in Ordnung. So. Und mach dich weg. Gut. Gut, Wily. Kriege ich dich nicht. Aber du mich. Okay. Okay. Ich gehe jetzt mal lieber auf einen. Ich gehe jetzt mal lieber auf einen. Wir haben ja genug. Wir haben ja genug. Warum sollte ich es riskieren? Ganz ehrlich. Ach. Warum sollte ich es riskieren? Okay. Was bitte? Ich hab das noch nicht gehabt. Okay. Habe ich nichts dagegen. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Oh, so. Mistviech da. Jetzt habe ich doch nicht geguckt, aber ich glaube, wir nehmen auf. Ja, ja, doch, wir nehmen auf. Ach, muss ich... Ach, ich muss noch was einsammeln. Ach so, ja sag das doch, das weiß ich doch nicht. Ich dachte, das macht Mega Man automatisch. Ich dachte, der kann das. Na gut, haben uns noch den Blitzsieg geholt. So, Story. Ach, muss ich das auch noch weiter drücken? Dann drücken wir das halt noch weiter. Ja, er hat sich jedes Mal entschuldigt. Das haben sie ganz schön gemacht bei Mega Man 9, dass sie jedes Mal jede einzelne Entschuldigung zeigen.
ich bin dein Vater. Nein, natürlich nicht. Ja, und jetzt hat uns Wily doch besiegt. So ein Pech. Ja, mal wieder, Protoman. Wir waren zu naiv. Megaman hat wieder mal den bösen Plänen von Dr. Wily einen Riegel vorgeschoben. Dr. Light wurde in allen Punkten für unschuldig befunden und konnte in sein Labor zurückkehren. Objection! So, muss ich was drücken oder geht das von selbst weg? Hallo? Ich drück was. Aha. Yay, Credits. Tja. Puh. Dann war's das jetzt mit Mega Man 9, Gott sei Dank. Es gibt bei Mega Man 9 noch DLCs, die habe ich aber nicht und die werde ich mir auch nicht kaufen. Es gibt so einen Endless Mode, wo man die ganze Zeit so einen zufallsgenerierten Weg entlangläuft. Man kann als Protoman, glaube ich, spielen und lauter anderes Gedönse halt. Es gibt diese Time Trials, auch die werde ich nicht machen. Nee. Nee. Das ist ein Buster Only vor allem. Nee, sehe ich nicht. Ja. Die Bilder bei Mega Man 9 finde ich ganz lustig. Was die Roboter eigentlich an Aufgaben gehabt hätten. Glaube ich zumindest, dass das sowas in der Art war. Oder laber ich Stuss? Nee, nee, hier genau. Er gießt einfach die Blümchen. Ja, Kampfmaschinen. Warum die überhaupt so konzipiert wurden, dass sie angreifen können, ist eine andere Frage. Und was macht sie? Ja, dafür wurde sie nicht gebaut. Okay. Von mir aus. Von mir aus. Warum nicht? Ah, dann bin ich euch wenigstens den Boss doch nicht länger schuldig. Das ist ja ganz okay dann. Dann ist ja alles in Ordnung. Und er hilft beim Einkauf. Genau, deswegen hat er auch Elektrokräfte, damit er beim Einkauf helfen kann. Und auf der Tüte stand Capcom. So heißt das Einkaufszentrum. Mhm, alles klar. So, Galaxy Man. Was wird der wohl machen? Wir sind gespannt, alle. Sehr. Er fliegt irgendwo rum. Und Protoman guckt ihm dabei zu. Dafür wurde er gebaut, ja. Okay, meine Theorie ist falsch. Man sieht nicht, wofür sie gebaut wurden. Man sieht einfach, was sie jetzt machen. Concrete Man ist next. Er jagt Dr. Wily. Okay. Und Tornado Man. Der blöde Drecksack. Ich mag den ja gar nicht. Ich glaube, der spielt mit Mega Man, oder? War das Bild so? Ja gut, spielen ist jetzt relativ, aber man sieht ihn mit Mega Man. Da war die Erinnerung gar nicht so falsch. Flop. Blum, 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 blum. Produced by Capcom.
So. Muss ich was drücken? Nee, okay. Oh, noch mehr geschafft. Schnell-Challenge. Okay. Okay. Jetzt können wir mal kurz gucken, was wir da gerade bekommen haben und was wir schon haben grundsätzlich. Aber wie gesagt, diese ganzen Challenges, die werde ich nicht alle machen. Schnell hatte ich also noch gar nicht. Beenden Sie das Spiel in maximal 120 Minuten. Ach, gucke mal. Am schnellsten. Beenden Sie das Spiel in maximal 60 Minuten. Okay. Das sind so viele verrückte Challenges, die werde ich niemals alle haben. Das ist total utopisch. Beenden Sie das Spiel, ohne mit dem Megabuster daneben zu schießen. Kein einziges Mal. Das muss man also am besten machen, indem man einfach mit den anderen Waffen schießt. Weil, ne? Oh, das ist eine krasse Challenge. Was wäre das? Besiegen Sie 8 Bosse ohne Ihren Helm. Ohne Ihren Helm? Ach so, den kann man irgendwie abziehen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Beenden Sie einen Abschnitt nach Wahl mit maximal 50 Sprüngen. Das habe ich noch nicht geschafft. Okay. Interessant. Das haben wir. Beenden Sie das Spiel und schießen Sie dabei mehr als 500 Mal mit dem Megabuster. Ja, das ist einfach. Vor allem, wenn man auf daneben schießt. Besuchen Sie alle Abschnitte zweimal und beenden Sie das Spiel. Das haben wir offensichtlich auch. Pure Perfektion. Beenden Sie das Spiel ohne Schaden zu nehmen. Komplett. No Hit. Yeah. Beenden Sie das Spiel ohne ein Leben zu verlieren. Gut, das ist vielleicht eher noch möglich, aber. Beenden Sie das Spiel ohne alle Leben zu verlieren und fortsetzen zu müssen, also ohne Game Over. Auch das ist sicherlich möglich. Beenden Sie das Spiel ohne Energietanks oder Mysteriums-Tanks zu verwenden. Ja, das. Nee. Vor allem nicht am Ende. Beenden Sie das Spiel ohne in einen Abgrund zu fallen. Okay, ja. Beenden Sie das Spiel und nehmen Sie dabei maximal 8 Energiekugeln auf. Das ist auch gemein. Vor allem, weil man manche ja gar nicht verhindern kann, aufzuheben. Das ist schon mal ein Problem. Die in Wily Stage 3 zum Beispiel, die läuft ja automatisch. In die läuft man ja automatisch rein. Naja. Vierfach. Beenden Sie 4 Abschnitte, in denen Sie immer die gleiche Spezialwaffe benutzen. Ja, okay. Beenden Sie das Spiel und töten Sie dabei so wenige Gegner wie möglich. Das ist gut, dass hier steht, wie viele. Das ist wirklich gut. Sparbrötchen. Beenden Sie das Spiel, indem Sie so wenig Waffenenergie wie möglich benutzen. Es ist auch gut, dass hier steht, wann das dann wirklich angenommen wird. Naja. Beenden Sie 4 Abschnitte, ohne eine Spezialwaffe zu benutzen. Okay, Buster Only halt. Beenden Sie das Spiel 5-mal an einem Tag. Für die ganz Bekloppten. Oder hier. Beenden Sie das Spiel einmal pro Tag an 3 Tagen. Ja gut, schaffen Sie das Spiel. Beenden Sie das Spiel 10-mal. Beenden Sie das Spiel 30 Mal, ist der Suchtkrüppel. Ja, den Namen kann ich ja gar nicht verstehen. Oh, da haben wir ein paar Sachen. Oberer, besiegen Sie Ihren 100. Ach so, okay, das ist einfach. Ja, gut. Tausendsten Gegner haben wir auch schon. Alles Vernichter, besiegen Sie jeden Gegner. Welchen Gegnertyp habe ich denn noch nicht besiegt? Hä? Welchen Gegner? Okay. Besiegen Sie die 8 Bosse nur mit Megabuster? Ja, klar, Buster Only. Sammeln Sie 999 Schrauben? Ja, gut. Kaufsüchtig, kaufen Sie alles? Ja, das brauchen wir nicht. Kaufen Sie mindestens 30 Gegenstände. Besiegen Sie alle Bosse mit nur einem Pixel übriger Lebensenergie. Das ist auch voll gemein. Überlebender, besiegen Sie einen Boss mit nur einem Pixel. Das habe ich also offensichtlich auch mal geschafft durch Zufall. Aber das dann bei jedem zu schaffen, bäh. Erreichen Sie einen Bossraum ohne Schaden zu nehmen. Oh, das habe ich offensichtlich mal geschafft. Ja, das ist ja schön. Erreichen Sie einen Bossraum ohne zu schießen. Oh, das habe ich auch mal geschafft. Das ist ja auch schön. Speed Metal. Erreichen Sie einen Bossraum ohne anzuhalten. Wo habe ich das denn gemacht? Keine Ahnung. Sammeln Sie 9 Leben an. Ja, gut. Treffen Sie einen Boss mit allen Spezialwaffen, bevor Sie ihn besiegen. Ach, okay. Das klingt ja auch ganz lustig. Besiegen Sie einen Boss, ohne Schaden zu nehmen. Das haben wir offensichtlich einmal gemacht. Okay. Besiegen Sie. Ach ja, das habe ich ja jetzt sogar in dem One-Nuts auch ein paar Mal geschafft, ohne Schaden. Besiegen Sie einen Boss nur mit dem Megabuster. Gut, klar. Und jetzt kommen die ganzen Blitzsiege. Kämpfen Sie 10 Minuten lang gegen einen Boss.
Gut, das ginge bei Galaxy Man, da läufst halt die ganze Zeit hin und her. Ist ja langweilig. Gott. Ja, Blitzige, sieht jeder halt. Concrete Man in 10 Sekunden. Galaxy Man in 10 Sekunden. Die habe ich offensichtlich noch nicht. Die anderen habe ich in 10 Sekunden anscheinend. Und was ich noch nicht hatte, war Blitzig X. Den finalen Boss in 180 Sekunden. Jawohl. Na gut. Haben wir die Transients auch angeschaut. Wie gesagt, es gibt noch Zeitangriff. Und da gibt es noch zwei andere Sachen, die habe ich wie gesagt nicht. Das sind die ganzen Zusatzgeschichten. Da muss man halt entsprechend die Zeiten hier schlagen. Ups, nein. Nein, please, no. No. Nein, ich wollte doch jetzt. Ja. Ach, wirklich. Okay, das waren dann Ranglisten, Online-Ranglisten. Ja, und hier fehlt wie gesagt auch das Endless oder was das ist, keine Ahnung. Regeln. Eigentlich ist die beste Zeit, die ich im Abschnitt spielen. Ach, ich kann alle Spezialwaffen benutzen. Dann war das falsch mit Buster Only. Mein Fehler. Gar nichts gesagt. Was haben wir noch? Optionen. Ich glaube, da war nichts weiter, ne? Nee. Und herunterladbare Inhalte, da haben wir wie gesagt nichts gemacht. Das werden wir auch nicht machen. Gut. Das war's dann mit Mega Man 9 jetzt wirklich. Weiter geht's dann irgendwann mit Mega Man 10. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss, sag ich, und kann noch gar nicht die Aufnahme beenden, weil ich noch gar nicht hier runtergegangen bin. So. Oh, doch wieder 26 Minuten, meine Herren. Egal. Und tschüss.